Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Horoskop für den Sommer 2022. Heute schauen wir uns Ihren Verlauf des Sommers an und worauf Sie sich freuen können. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Am Wochenende gibt es dann noch ein Spezialvideo, wie dieses hier. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie kostenlos diesen Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald Ihr neues Horoskop erscheint. Los geht's! Der Sommer muss kein Spielverderber sein, vor allem nicht, wenn Ihr Waage-Horoskop für den Sommer 2022 ein wahres Feuerwerk bietet. Die Krebssaison beginnt am 21. Juni und bringt die Sonne in den öffentlichsten Bereich Ihres Horoskops. Sie regelt alles, von Ihrem Berufsleben bis hin zu Ihrem Ansehen in der Welt, und es ist an der Zeit, die Art und Weise zu gestalten, wie die Welt sie sieht. Die Sonne sorgt für Stabilität in Ihrer Karriere und verleiht Ihnen das Selbstvertrauen und den Mut, den Sie brauchen, um sich in Ihrem Lebenslauf zu profilieren. Venus, Ihr planetarischer Herrscher, wird am 22. Juni in den Zwilling eintreten und Ihr abenteuerliches neuntes Haus mit Überfluss, Fruchtbarkeit und Charme schmücken. Es kann sogar sein, dass Sie eine romantische Fernbeziehung eingehen, so dass Sie diese Person ebenso vermissen wie Sie einen Grund zum Reisen haben. So oder so, die meisten von Ihnen werden sich für einen wohlverdienten Sommerurlaub entscheiden. Es hat sich noch nie so gut angefühlt, die Arbeit zu schwänzen. Es passt auch sehr gut, dass Neptun ab dem 27. Juni über Ihr sechstes Haus der Arbeitsroutinen rückläufig ist und die Aspekte Ihres Jobs beleuchtet, die Sie unbedingt ändern müssen. Bevor sich der Juni dem Ende zuneigt, wird der Neumond im Krebs am 28. Juni auf Ihr traditionelles zehntes Haus der Autorität treffen, was Ihnen wiederum die Gelegenheit bietet, das Blatt zu wenden und etwas ganz Neues zu beginnen. Da der Vollmond im Steinbock am 13. Juli Ihr viertes Haus, das Haus der Familie, berührt, sind einige von Ihnen vielleicht gerade dabei zu entscheiden, ob Sie bereit sind, Eltern zu werden. Mit dem Draufgänger Mars, der in Ihrem achten Haus der verschmolzenen Energien die Gemüter erhitzt und den Fokus auf Ihre intimen Beziehungen lenkt, werden viele von Ihnen sehr beschäftigt sein. Kurz nach dem Juli-Vollmond wird Venus sich mit der Sonne und Merkur im Krebs vereinen und Ihren Wunsch, ein Versorger zu werden, verstärken. Wenn Sie sich nicht darum bemühen, mehr Zeit mit einem Mentor oder einer elterlichen Figur zu verbringen, dann verpassen Sie eine unglaubliche Gelegenheit, Ihre beruflichen Wünsche bekannt zu machen. Sie sind die beliebteste Gesellschaftsdame der Sternzeichen, und wenn Sie nicht genau wissen, was ich meine, dann warten Sie einfach, bis am 22. Juli die Löwesaison beginnt. Dank dieses auffälligen und extravaganten Feuerzeichens wird allein Ihre Anwesenheit ausreichen, um einen Raum zu erhellen. Kurz darauf findet ein Neumond im Löwen statt, was bedeutet, dass viele von Ihnen beschließen könnten, gemeinsam mit Ihrem Team an etwas zu arbeiten, das Sie inspiriert. Interessanterweise beginnt auch Jupiter am 28. Juli seine rückläufige Reise durch Ihren Beziehungssektor. Betrachten Sie dies als eine Gelegenheit, Ihre Möglichkeiten auszuloten, insbesondere wenn es darum geht, mit wem Sie zusammenarbeiten. In der zweiten Augustwoche tanzt Venus mit der Sonne im Löwen, was Ihre Attraktivität erhöht. Genießen Sie die Popularität, die damit einhergeht. Verspüren Sie Fernweh. Mars in Zwillinge wird Sie ab dem 20. August dazu inspirieren, Ihre Flügel auszubreiten. Er beleuchtet Ihr neuntes Haus der Abenteuer und ermutigt Sie, Ihr gesamtes Lebensverständnis zu erweitern. Bevor sich der August dem Ende zuneigt, wird der kluge Merkur in Ihr Zeichen eintreten und am 20. August seine Schattenphase vor der Rückläufigkeit beginnen. Achten Sie auf Ihre Gespräche und den Austausch von Informationen, denn er wird am 5. September in Ihrem Sternzeichen rückläufig. Machen Sie sich keine Sorgen, denn ein rückläufiger Merkur ist kein Weltuntergang, und er wird Ihnen ganz bestimmt nicht diesen Sommer vermiesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie gerne dieses Video und hinterlassen Sie einen Kommentar.
Bis zum nächsten Mal.